Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal Depression, es geht trotzdem weiter. Heute startet mit diesem Video vom Prinzip her wieder einmal eine kleine Miniserie. Es soll dieses Mal in dieser Miniserie um das Thema Nebensymptome von Depressionen gehen. Heute beginnen wir mit dem ersten Thema, nämlich den Konzentrationsproblemen. Das Video ist dabei wie immer in drei Teile geteilt. Im ersten Teil gucken wir uns Grundlegendes zu Konzentrationsproblemen an, im zweiten Teil schauen wir uns die Ursachen an und im dritten Teil die Merkmale von Konzentrationsproblemen. Wenn du schon Erfahrungen mit Konzentrationsproblemen gemacht hast, schreib sie doch gerne mal mit in die Kommentare. Vom Prinzip her muss man erstmal definieren, was ist Konzentration überhaupt? Und das ist recht einfach definiert. Es ist die Fähigkeit, sich auf eine Sache, auf eine Tätigkeit, auf einen Menschen zu fokussieren. Und abgeleitet davon sind dann Konzentrationsprobleme, Störungen dieser Fähigkeit, sich auf eine Sache, einen Menschen oder eine Tätigkeit zu fokussieren. Gerne werden im Zusammenhang mit Konzentrationsproblemen auch die Begriffe Konzentrationsschwäche und Konzentrationsstörung verwendet. Des Weiteren ist wichtig zu beachten, dass Konzentrationsprobleme keine eigene Krankheit sind, sondern Symptome. Nicht nur für Depressionen, sondern auch für andere Krankheiten. Schauen wir uns jetzt die Ursachen für Konzentrationsprobleme an. Denn nicht nur Depressionen können eine Ursache für Konzentrationsprobleme sein, sondern auch andere Krankheiten. Und da das Ganze in diesem Fall wieder wirklich sehr umfangreich ist, habe ich hier wieder mein kleines Spick-Tablet, wo ich mir die wirklich recht lange Liste, die ich schon so ein bisschen eingekürzt habe, mit aufgeschrieben habe. Fangen wir doch mal an. Lustigerweise, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, habe ich es alphabetisch aufgelistet. Weiß nicht, wie es gekommen ist, ist halt so. Erhebt jetzt also keinen Anspruch darauf, wo es am häufigsten vorkommt in der Reihenfolge, sondern es ist einfach nur alphabetisch. Also, Allergien können Konzentrationsprobleme auslösen. Altersdemenz. Das ist natürlich etwas, was ich selber dann halt in meiner Tätigkeit damals im Rettungsdienst relativ viel mitbekommen habe. Dann auch ADHS kann Konzentrationsprobleme auslösen und auch das Burnout-Syndrom. Über Burnout hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Schaut gerne mal rein. Was ich selber auch schon so ein bisschen erlebt habe, nächster Punkt, Konzentrationsprobleme werden auch gerne durch Eisenmangel ausgelöst. Dann, auch das habe ich vor knapp 20 Jahren, ja, das hat so 2-3 Jahre gehalten, erlebt. Ein Hörsturz kann Konzentrationsprobleme auslösen. Der Hörsturz selber nicht, aber die Folgeerkrankung der Tinnitus, der sich dann danach ergeben kann. Ne? Tinnitus ist dieses lange, fiese, dauernd anhaltende Problem im Ohr. So ein hoher Pfeifton, der irgendwie, ja, wenn man Pech hat, gar nicht weggeht. Also ich habe jetzt Glück gehabt, bei mir ist er mal weniger geworden, aber schlägt auch echt auf die Konzentration drauf. Dann haben wir noch Hirntumore, die natürlich die Hirntätigkeit einschränken können. Niedriger Blutdruck habe ich auch schon sehr, sehr oft im Rettungsdienst erlebt, dass Patienten, die da wirklich sehr low waren im Blutdruck, dass die da irgendwie gar nicht mehr folgen konnten. Und wenn man die dann so ein bisschen stabilisiert hat, sei es durch Infusion, Schocklage etc., dass die dann wirklich so zu sich kamen und dann auch den Gesprächen wieder folgen konnten. Dann habe ich hier auch noch mit drin stehen, gut, ich merke jetzt gerade so ganz alphabetisch ist es nicht, Wechseljahre bei den Damen können potenziell auf die Konzentrationsfähigkeit schlagen. Schilddrüsenunterfunktion, Schlaganfall, wen wundert's, dass das auf die Konzentrationsfähigkeit schlägt? Es ist halt eine Erkrankung im Gehirn und folglich kann da auch die Merkfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit halt entsprechend beeinträchtigt werden. Schlafstörungen erlebe ich immer wieder selber bei meinen Depressionen, wenn ich nicht gut geschlafen habe, dass ich danach wirklich fernab der Spur bin und auch nicht wirklich irgendwie konzentriert. Das geht bei mir teilweise so weit, dass ich dann auch echt es vermeide, Auto zu fahren.
Und ansonsten haben wir dann halt zum Abschluss natürlich noch weitere psychische Ursachen, die die Konzentrationsfähigkeit halt mit einschränken. Unter anderem halt die Angststörungen und natürlich auch Depressionen. Schauen wir uns jetzt die Symptome von Konzentrationsproblemen an. Das Hauptsymptom der Konzentrationsprobleme ist vom Prinzip her, dass man es nicht mehr wirklich schafft, sich gezielt auf eine Aufgabe oder auf einen Menschen oder eine Tätigkeit zu fokussieren. Des Weiteren gibt es auch Probleme mit der Merkfähigkeit, sprich man kann sich Dinge nicht mehr so gut merken oder auch gar nicht mehr merken. Ein nächster Punkt ist, dass die Aufmerksamkeit für eine Tätigkeit oder für eine Sache viel, viel früher nachlässt, als es normalerweise der Fall sein sollte oder normalerweise der Fall ist. Der nächste Punkt ist, man lässt sich viel leichter durch äußere Reize aus seiner Fokussierung heraus ablenken oder herausreißen. Ein nächster Punkt ist, das erlebe ich bei mir auch relativ häufig, ist, dass wenn ich mich auf eine Sache endlich fokussiert habe, dass aber auf einmal die Gedanken schon zur nächsten Tätigkeit wandern, statt sich erstmal darauf zu konzentrieren, die jetzt begonnene zu beenden. Und damit einhergeht dann halt auch sehr, sehr oft, dass die Tätigkeit, die ich begonnen habe, viel früher abbreche und gar nicht zu Ende bringe und schon mit der nächsten anfange. Das letzte Merkmal der Konzentrationsprobleme ist, dass das Interesse an einer Sache viel, viel schneller verloren geht als an einer anderen. Und damit ist dann auch schon wieder so der vorherige genannte Punkt im Spiel, man wechselt einfach irgendwo anders hin. Das war mein kurzes Video zum Thema Konzentrationsprobleme. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich darauf, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Ansonsten pass gut auf dich auf. Dein MK.